Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Weekly Reading. Wir haben fast die 150 Weekly Readings erreicht. Heute ist das 49. oder fängt das 49. an, 149. an, so rum. Und ja, ich möchte euch heute wieder mein Adventskalendertürchen vom 16. zeigen. Wir haben heute den 16.12., den Montag und Moment, 10:44 Uhr und ich darf heute ein Türchen aufmachen. Das würde ich gerne wieder mit euch zusammen machen. Und ich glaube, ich weiß auch, was drin ist. Und zwar, wie heißt es jetzt? Nussecken. Ich habe jetzt erst gerade mal die Zahlen abgemacht, wie immer. Und jetzt mache ich das Ganze mal auf. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass da Nussecken drin sind. Das fühlt sich auf jeden Fall so an. Und ich habe es auf jeden Fall auch erwähnt. Und ja, was habe ich gesagt? Das sind Nussecken. Und darüber freue ich mich sehr. Und das Papier hebe ich auf, damit kann ich da was basteln. Ich liebe Nussecken. Meine Mutter kauft ganz oft, die gibt es glaube ich im Lidl, die so ganz, ganz kleine Nussecken, die sind auch super, super lecker und sie lassen sich noch ein bisschen leichter essen als die großen Nussecken. Aber über die großen freue ich mich natürlich auch, weil ich Nussecken liebe. Ich habe sie auch schon einige Male selbst gemacht und die schmecken auch immer richtig, richtig gut und sind auch immer super schnell weg. Und jetzt habe ich noch hier den Schoko-Adventskalender. Ich muss gerade mal die 16 suchen. Die ist hier. Ich kann mir auch schon vorstellen, was drin ist. Und zwar haben wir hier ein Kinder-Country. Ja, muss ich euch jetzt, glaube ich, nicht so in die Kamera halten. Das werde ich im Laufe des Tages irgendwann verspeisen. Ich habe nämlich eben gerade erst gefrühstückt, weil ich nämlich heute Morgen schon beim Lungenfacharzt war. Und ja, ich habe da jetzt ein Medikament bekommen, beziehungsweise das muss ich noch bei der Apotheke abholen. Und dann gucken, ob das in den nächsten 3 Monaten gut funktioniert oder nicht. Das wird sich dann aber auf jeden Fall zeigen. Genau. Machen wir weiter mit dem Leseupdate. Ich fange an mit dem E-Book, ja, ich fange an mit dem E-Book, ist egal. Ich habe beim Arzt heute weitergelesen, bin mitten in einem Kapitel stehen geblieben. Das würde ich gerne heute auch noch fertig lesen. Das sind auch nur noch 6 Minuten und ich bin jetzt bei 76%. Gefällt mir richtig, richtig gut, aber ich mag die Geschichten von Serena Bone auch sehr, sehr gerne. Ich lese übrigens The Ivy Years, Was wir verbergen, der zweite Band. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag Scarlett und ich mag auch Bridger sehr, sehr gerne und bin sehr gespannt, wie die ganzen oder die letzten 25% in etwa noch ausgehen werden und was dann noch passieren wird und ob sich alles zum Guten wenden wird. Aber ich mag die Geschichten von Serena Bowen, wie gesagt, immer noch sehr, sehr gerne und werde die Reihe auf jeden Fall auch weiterlesen. Weil ich glaube, den fünften Band habe ich auch schon hier, den kann ich dann auch direkt lesen. Und dann fehlt mir noch der dritte Band und die zwei Kurzgeschichten gibt es dann auch noch auf jeden Fall, die ich lesen möchte. Was ich ursprünglich sagen wollte, ich mache dann weiter mit dem Hörbuch. Und zwar höre ich eine Liebe aus Samt aus der Royal-Reihe von Valentina Fast. Das ist der sechste Band. Das ist auch, glaube ich, das dickste E-Book oder das längste Hörbuch mit 8,5 Stunden, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ich habe auf jeden Fall ungefähr zwischen 2,5 und 3 Stunden gehört. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie viel Prozent das sind, aber das Buch lässt sich jetzt auch sehr, sehr schnell weghören. Deswegen komme ich da auch gut voran und höre da auch immer zwischendurch immer was, gerade wenn ich irgendwie bastel. Ich habe nämlich für meine beste Freundin ein Fotoalbum gebastelt, beziehungsweise habe da schon das Grundgerüst gebastelt und muss da jetzt auch noch weiter basteln. Das heißt, da komme ich auch bei dem Hörbuch noch voran. Ich habe das E-Book auch, glaube ich, noch 7 Tage ausgeliehen. In der Zeit werde ich das auf jeden Fall fertig hören und dann hätte ich auch wieder eine Reihe beendet, worüber ich mich sehr freue. Gefällt mir auch wieder sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was jetzt in diesem sechsten Teil passiert und vor allem, was mit Tatjana passiert, ob sie sich zwischen den Männern endlich mal entscheiden kann oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich finde Tatjana ein bisschen schwierig irgendwie. Aber ich mag das Hörbuch trotzdem sehr, sehr gerne. Genau, und dann habe ich angefangen, Bourbon Lies zu lesen. Hier bin ich auf Seite 169. Ich habe eigentlich nur noch heute Zeit, dieses Buch zu lesen und morgen vielleicht ein bisschen, aber auch nicht so arg viel. Und ihr könnt vielleicht sehen, hier vorne, das habe ich gelesen. Und das hier hinten muss ich noch alles lesen. Ich glaube nicht, dass ich das heute und morgen schaffen werde. Deswegen habe ich mir in der Online auch schon das E-Book dazu ausgeliehen und werde dann einfach das E-Book weiterlesen an der Stelle, wo ich hier aufgehört habe. Aber ich möchte trotzdem hier, soweit es geht, noch weiterlesen. Es sind nämlich noch einige Seiten. Gefällt mir bisher auch sehr, sehr gut. Es passiert auf jeden Fall eine Menge und ich,
Ja, bin gespannt, wie es mit den einzelnen Personen hier so weitergeht und was denen noch so passieren wird, was sie noch erleben werden und ja, wie dann auch das komplette Buch ausgehen wird. Ja, zu meinen Adventskalenderbüchern kann ich immer noch nicht so arg viel sagen. Das Sleeping Prince und Harry Potter und der Stein der Weisen, genau. Hier muss ich ab dem 11. Dezember noch weiterlesen. Also ich habe einige Kapitel zu lesen. Ich bin hier bei Sleeping Prince auf Seite 151 und bei Harry Potter auf Seite 197. Und ich glaube, Harry Potter werde ich einfach dann in einem Rutsch durchlesen, weil sie das einfach sehr, sehr schnell weglesen lässt und am 18. mein Adventskalenderbuch hier, also Harry Potter, sowieso fertig sein müsste. Und dann kann ich mich hier auf The Sleeping Prince konzentrieren. Hier werde ich auch heute hoffentlich nochmal das ein oder andere Kapitel lesen, damit ich hier einfach vorankomme und nicht auf einer Stelle stehen bleiben werde, damit es sich nicht ganz so extrem ansammelt, weil es ja doch jetzt schon einige Tage sind, die ich zu lesen habe. Eigentlich müsste ich auf Seite 218 sein, aber bin ich nicht. Bin auf 150. Ja, genau, das ist das, was ich euch zu den Büchern gerade sagen kann. Ich werde jetzt noch ein paar Bilder machen für den Blog und für Insta. Und heute Nachmittag bin ich auf jeden Fall noch beim Pferd. Davor werde ich, wie gesagt, bei der Apotheke noch vorbeifahren und mein Medikament holen. Oh, ja, sonst muss ich mal schauen, wie der Tag so ausgeht. Das Wetter ist nicht so gut. Es ist zwar sehr hell, wie ihr hier vielleicht an dem Bild sehen könnt, weil ich filme nur mit dem Tageslicht. Natürlich habe ich auch die Verhältnisse, Lichtverhältnisse, beziehungsweise die ISO bei der Kamera eingestellt, aber es ist trotzdem sehr hell draußen, aber es ist trotzdem grau und irgendwie nicht so schön. Mal gucken, was ich dann mit dem Pferd machen werde. Wahrscheinlich nicht so viel, weil ich auch nicht so extrem viel Lust habe. Ja, jetzt warte ich noch auf eine Antwort von meinem Hufschmied. Da bräuchte ich nämlich auch noch einen Termin für dieses Jahr, damit mein Pferd Winterschuhe bekommt. Und ja, das war's dann, was ich euch bis hierhin zu berichten habe und werde mich dann melden, wenn ich euch was Neues erzählen kann. So, ihr Lieben, jetzt habe ich wenigstens ein kleines bisschen Licht hier, auch wenn es nicht besonders hübsch aussieht. Aber ihr erkennt mich einigermaßen. Wir haben jetzt kurz vor 19 Uhr, den Mittwoch, den 17. Dezember. Und ich wollte euch ein Leseupdate drehen. Ich habe es vergessen, den Tag über zu drehen, weil ich andere Sachen zu tun hatte. Aber ich habe euch ein bisschen was zu berichten. Ich musste nämlich heute meine Bibliotheksbücher zurückgeben. Deswegen kann ich euch auch nicht mehr Bourbon Lies zeigen. Das habe ich tatsächlich heute Morgen noch fertig gelesen. Ich habe die letzten 50 Seiten noch gelesen und dann habe ich es abgegeben. Genau, und jetzt werde ich mich Harry Potter widmen und das komplett einfach in einem Rutsch durchlesen. Ich denke mal, das werde ich heute auch noch schaffen. Ich bin auf Seite 234, weil ich da jetzt die letzten Tage nicht weitergelesen habe. Genauso wie in meinem anderen Adventskalenderbuch, was ich mir da so rausgesucht habe, also The Sleeping Prince, habe ich ebenfalls nicht weitergelesen. Dann werde ich dann die nächsten Tage auf jeden Fall, also morgen dann wahrscheinlich, erstmal die Kapitel aufholen, um auf dem aktuellen Stand zu sein. Und dann werde ich The Ivy, den zweiten Band, was wir verbergen, von Serena Bone fertig lesen, weil ich da auch nur noch 25% in etwa habe und sich das einfach unfassbar schnell lesen lässt. Und dann habe ich auch dieses Buch beendet und dann kann ich mich einem neuen Buch wieder widmen. Ich möchte gerade meine ganzen angefangenen Bücher irgendwie ein kleines bisschen reduzieren, denn ich habe ja auch noch ein angefangenes Hörbuch und zwar ist das Eine Liebe aus Samt von Valentina Faast aus der Royal-Reihe. Da habe ich ungefähr 50% gehört. Ja, ungefähr 50% würde ich sagen. Ich habe da keine Prozentangabe, aber ich bin auf jeden Fall über die Hälfte hinaus, ein Stückchen zumindest, eine Viertelstunde vielleicht, also ungefähr 50%. Wie jetzt schon fünfmal erwähnt, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was da noch alles passieren wird und wie die komplette Geschichte dann auch enden wird, weil tatsächlich kann ich mir dann noch nicht so genau was drunter vorstellen, was da geschehen wird. Aber das werde ich dann hoffentlich in den nächsten Tagen erfahren. Ich habe das Hörbuch auch, glaube ich, nur noch eine Woche oder 6 Tage. Auf jeden Fall auch nicht mehr so arg lang. Und ich habe nämlich jetzt auch gesehen, dass man bei der Onleihe die Geschwindigkeit einstellen kann. Also nicht so kleinteilig. Man kann auf 0,75, auf normal, auf 1,25, glaube ich, auf 1,5. Und sonst weiß ich gar nicht. Ich höre auf jeden Fall aktuell auf 1,5. Das funktioniert auch so gut. Deswegen komme ich da auch gut voran. Genau, das ist so der aktuelle Stand gerade zu den Büchern. Ich werde jetzt gleich in Harry Potter weiterlesen, nachdem hier meine Bilder über WeTransfer
verschickt wurden. Das dürfte auch gleich sein, das ist bei 99%. Und dann werde ich, wie gesagt, lesen und irgendwann wollte mein Freund noch vorbeikommen, mal gucken, wann das dann ist. Aber so lange werde ich erstmal lesen. Und was ich euch fragen wollte, ihr seht es hier hinten vielleicht, also ihr könnt es wahrscheinlich nicht erkennen, aber die zwei runden Dosen hier sind von meinem Müsli. Ich hatte nämlich letztes Jahr zum Geburtstag oder zu Weihnachten von der Schwester und dem Vater meines Freundes einen mein Müsli-Gutschein geschenkt bekommen, um mir mein eigenes Müsli herzustellen. Das habe ich jetzt gemacht. Das ist hier diese weiße Schachtel und diese etwas goldglänzende hier neben ist ein auf jeden Fall ein Winter-Weihnachts-Müsli, was ich mir noch dazu gekauft habe. Habt ihr schon mal mein Müsli ausprobiert? Weil ich muss sagen, also dieses Winter-Weihnachts-Müsli, ich kann euch das morgen mal bei besserem Licht genauer zeigen. Da soll auf jeden Fall Zimt mit drin sein, aber tatsächlich schmecke ich gar kein Zimt und mir schmeckt mein eigenes Müsli auf jeden Fall besser. Aber ich kann euch da, wie gesagt, morgen nochmal zeigen, was ich da genau drin habe. Und jetzt ist es gerade wieder bei 98% meine Bilder. Naja, egal. Habe ich auf jeden Fall mal ausprobiert und ich bin sehr froh darüber, das ausprobiert zu haben. Und ich denke, ich werde mir irgendwann nochmal mein eigenes Müsli machen, weil ich das irgendwie richtig, richtig cool finde. So das eigene Müsli nicht herzustellen, aber zu kreieren. So, genau. Ja, das nur mal so ganz kurz am Ende. Also falls ihr mein Müsli schon mal ausprobiert habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Ich esse es tatsächlich immer nur so ein bisschen drüber gestreut über mein Obst morgens oder auch den Tag über und nicht mit Milch, weil ich Milch nicht mag. Deswegen wird das bei mir immer umfunktioniert und hält dadurch halt auch ziemlich lange, muss ich sagen. Und dafür sind diese über 7 Euro, die ich jetzt pro Ding bezahlt habe, eigentlich auch noch okay, würde ich sagen. Ja, und dann melde ich mich morgen bei hoffentlich besserem Licht wieder bei euch. So, ihr Lieben, ich melde mich wieder bei euch. Wir haben heute Donnerstag, den 19. Dezember, 10.08 Uhr. Und ich kann euch ein ganz bisschen was berichten. Ich weiß gar nicht, was der letzte Stand ist, von dem ich euch erzählt habe. Aber ich habe ja Bourbon Lies fertig gelesen, noch kurz vor knapp, bevor ich es abgeben musste am Dienstag. Das habe ich euch aber auf jeden Fall erzählt. Und dann habe ich euch ja erzählt, dass ich als nächstes Harry Potter fertig lesen möchte, weil das mein Adventskalenderbuch ist und am 18. fertig gewesen wäre. Ich habe es auch am 17. habe ich es dann fertig gelesen, an dem Dienstag dann auch noch. Muss ich glaube ich nicht mehr großartig viel sagen. Es hat mir unfassbar gut gefallen. Ich habe kurz, oder währenddem ich das Buch gelesen habe, auch den ersten Film schon geguckt. Also nicht, ich habe nicht den Film geguckt und währenddessen gelesen, sondern ich habe in der Zeit, wo ich das Buch gelesen habe, auch schon den Film geschaut, den ersten Teil. Und gestern habe ich auch schon den zweiten Teil gesehen. Hat mir gut gefallen. Ich habe das Buch ja schon mal gelesen vor einigen Jahren und da hat es mir auch schon richtig, richtig gut gefallen. Und daran hat sich auch nichts geändert. Genau, ja, ich glaube, mehr muss ich zu Harry Potter jetzt auch erstmal gar nicht sagen. Und dann mache ich direkt weiter mit dem nächsten Adventskalenderbuch. Und zwar ist das The Sleeping Prince von Melinda Salisbury. Da bin ich aktuell bei Kapitel 14 auf Seite 187. Das heißt, ich muss jetzt noch 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 Türchen lesen, falls ich richtig liege. Ja. Habe auf jeden Fall noch einige Türchen zum Lesen bis zum 19., also einschließlich des 19. Kapitel. Das werde ich heute im Laufe des Tages tun und hoffentlich auch dann bis Anfang des 20. Kapitels kommen, damit ich dann regulär einfach die nächsten Seiten noch fertig lesen kann, beziehungsweise die nächsten Kapitel in den nächsten Tagen fertig lesen kann. Das sind ja, glaube ich, 25 Kapitel. Das heißt, am 25. wäre ich dann auch mit diesem Buch fertig. Ich verstehe sehr, sehr, sehr viel, muss ich sagen. Ich verstehe vielleicht nicht das ganz Tiefgründige, aber so die Hauptstory und worum es geht, verstehe ich auf jeden Fall das Ganze nämlich auf Englisch und gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich mag die Reihe ja sehr gerne und ich werde auch dann den dritten Teil anfangen zu lesen und wahrscheinlich auch jeden Tag dann einfach ein Kapitel im Januar, so wie ich das jetzt im Dezember mit diesem Buch gemacht habe. Das funktioniert für mich gerade so eigentlich am besten. Vielleicht komme ich auch irgendwann mal in einen anderen Rhythmus bei einem englischen Buch. Aber dann hätte ich wenigstens die Reihe schon mal fertig gelesen und ja, weil sie mir einfach unfassbar gut gefällt. Habe ich jetzt, glaube ich, schon mehrfach erwähnt. Genau, das waren die Adventskalenderbücher. Und dann hatte ich ja noch angefangen, ein E-Book von Serena Bowen, The Ivy Years, Was wir verbergen. Das ist der zweite Teil. Da geht es um Scarlett und um Bridger, die beide ein Geheimnis haben. Und eigentlich
Wollen sie das keinem anvertrauen und vertrauen sie dann doch gegenseitig an, weil sie auch eine Verbindung zwischeneinander oder ja, zwischeneinander spüren? Und dann kommt das eine zum anderen und das hat mir wieder unfassbar gut gefallen. Ich habe das nämlich auch fertig gelesen. Das habe ich gestern fertig gelesen, am 18. genau. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mag die Reihe von Serena Bowen oder generell die Bücher von Serena Bowen unfassbar gerne. Ich habe jetzt noch den fünften Teil hier, den werde ich sehr wahrscheinlich als nächstes als E-Book lesen. Das ist nämlich auch ein Rezensionsexemplar und auf den fünften Teil freue ich mich auch schon sehr. Ich glaube, es ist auch der letzte Band dieser Reihe. Mir fehlt dann auf jeden Fall nur noch der dritte Band, weil den ersten, den zweiten und den vierten habe ich schon gelesen. Den fünften werde ich jetzt lesen und den dritten Band brauche ich dann auch noch. Und dann gibt es auch noch, glaube ich, zwei oder drei Kurzgeschichten. Das weiß ich gerade nicht ganz genau. Die möchte ich auf jeden Fall auch noch lesen. Genau, jetzt seid ihr so auf dem neuesten Stand. Beim Hörbuch weiß ich gerade nicht ganz genau, wie weit ich bin, aber ich habe ungefähr die Hälfte gehört, ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich weiß aber gerade nicht mehr ganz genau, wie weit. Ich habe jetzt mein Handy auch gerade nicht in der Nähe, sodass ich nicht nachgucken kann. Genau, und dann stehen noch zwei Bücher auf meiner Leseliste für den Dezember. Und zwar sind das einmal Burning Bridges und einmal Die Krone der Dunkelheit. Und ja, das ist noch ein Buch einer meiner 19 für 2019 Liste und das Buch hat mir mein Freund für diesen Monat rausgesucht. Ich konnte mich aber nicht entscheiden, welches Buch ich jetzt als nächstes lesen möchte. Deswegen habe ich einfach mal auf Instagram nachgefragt und euch gefragt, welches Buch ich als nächstes lesen soll. Und ich glaube, die Mehrheit sagt, dass ich Burning Bridges lesen soll. Bei mir stimmen noch nicht so arg viele ab, deswegen, ja, es ist manchmal nicht ganz so eindeutig, aber ich glaube, es haben 12 Leute abgestimmt und 5 Stimmen für Die Krone der Dunkelheit und 7 Stimmen für Burning Bridges. Deswegen werde ich als nächstes Burning Bridges lesen. Das sollte ich auf jeden Fall auch relativ schnell schaffen. Und wenn ich das Buch fertig gelesen habe, ich hole gerade noch mal ein Buch. Genau, wenn ich Burning Bridges fertig gelesen habe, werde ich dann auch Die Krone der Dunkelheit anfangen, weil ich das Buch auf jeden Fall auch noch diesen Monat lesen möchte. Das sollte auf jeden Fall auch noch drin sein. Und dann habe ich mir vorgenommen, am 24. muss ich dieses Jahr mal nicht zum Pferd. Das heißt, ich habe da ziemlich, ziemlich viel Zeit und ich habe mir ein Weihnachtsbuch gekauft, was ich da natürlich auch noch dieses Jahr lesen möchte. Und zwar ist das Der Weihnachtrosaurus. Das möchte ich gerne am 24. anfangen. Mal gucken, wie weit ich da kommen werde. Es sind ja auch nur knapp 350 Seiten oder sowas in die Richtung. Sehe ich jetzt nicht gerade so ganz genau, aber ungefähr 350 Seiten und es ist ein Kinderbuch mit sehr, sehr vielen Zeichnungen, die wunderschön sind. Deswegen glaube ich, dass man da auch sehr gut vorankommen wird und ich werde einfach an dem 24. anfangen zu lesen, den Tag über immer mal so ein bisschen, weil ich da eben nicht so viel machen muss. Und dann schaue ich einfach, wie weit ich da kommen werde und werde das dann einfach auch die nächsten Tage fertig lesen. Aber ich denke mal, mehr als 3 Tage werde ich dafür nicht brauchen. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr drüber und ich glaube, das passt einfach perfekt dann zu Weihnachten. Genau, das ist so der Lesestand aktuell. Also die 3 Bücher würde ich gerne noch lesen dieses Jahr. Das sollte auf jeden Fall auch noch drin sein. Ich gebe da jetzt mal die Hoffnung nicht auf. Und wenn ich Die Krone der Dunkelheit jetzt 2019 nicht mehr fertig gelesen bekomme, dann ist das so. Ist für mich dann aber trotzdem, also die 19 für 2019, hier sind sogar Bilder. Die 19 für 2019 Liste ist für mich trotzdem sehr gut gelaufen. Mir fehlen jetzt noch, ja, also ich habe, The Sleeping Prince steht noch drauf, aber das werde ich dieses Jahr auf jeden Fall fertig lesen. Die Avias 2 habe ich ja schon beendet. Dann steht noch ein Buch der First-Reihe von Bianca Josimoni drauf. Ich weiß gerade nicht, welcher das ist. Das Buch werde ich dieses Jahr nicht lesen und halt dieses Buch steht noch drauf. Also ich nehme mal an, dass es bei einem Buch bleibt, was ich nicht gelesen bekomme, was für mich tatsächlich gut ist und ich will mich da jetzt auch nicht stressen, ehrlich gesagt. Ja, jetzt habe ich lang genug geschnattert und werde jetzt mal schauen, was ich den Tag über machen werde. Ich muss heute auf jeden Fall noch zum Pferd, aber das werde ich erst heute Nachmittag machen und jetzt am Vormittag werde ich irgendwas Produktives tun müssen, damit sich 2020 mal einige Dinge ändern werden, die unbedingt geändert werden müssen, meiner Meinung nach. Dann melde ich mich bei euch, wenn ich wieder was Neues zu berichten habe, würde ich sagen, weil aktuell gibt es gar nicht so viel mehr. Ich kann euch auch gar nicht so viel in meinem Alltag mitnehmen, weil er ziemlich gleich aussieht. Deswegen, falls ihr mal kleine Sneak Peeks haben wollt von dem, was ich gerade so mache oder auch gerade lese, dann folgt mir gerne auf Insta, da poste ich ab und zu mal in meiner Story ein bisschen was und ich versuche täglich einen Beitrag
zu posten. Das funktioniert mal eine Woche lang und dann 2 Wochen wieder nicht. Aber ich versuche mich daran ein bisschen mehr zu orientieren, es zu machen. Das war kein korrekter deutscher Satz, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ich melde mich bei euch. Hallöchen, ihr Lieben. Ich melde mich heute mit einem neuen Update. Gestern hat es sich einfach nicht gelohnt und ich habe jetzt auch nicht so viel gemacht, sodass ich euch da etwas hätte zeigen können. Wir haben heute Samstag, 11.53 Uhr und ich warte jetzt auf eine Nachricht von meinem Hufschmied um 12:30. Der kommt nämlich heute entweder um 1 oder um 2. Das wusste er nicht so ganz genau, aber Hufschmiede, das ist ja auch so ein Thema für sich. Ich bin ja wenigstens froh, dass er mir diesmal Bescheid sagt, dass sich an der Uhrzeit etwas ändert. Weil gestern war es auch schon so ein Hin und Her. Er wollte erst um 1 kommen und dann hat er mir irgendwie ein paar Stunden später geschrieben, ob er auch um 2 kommen könnte. Und jetzt hat er mir heute Morgen wieder geschrieben, dass er es wahrscheinlich auch um 1 schafft. Und dass er mir dann um 12:30 nochmal Bescheid sagt. Immerhin, soweit sind wir schon mal. Beim letzten Mal war nämlich eine Vollkatastrophe, als er da war. Da wollte er irgendwie um 10 da sein und ich habe ihn dann angerufen und er sagt, er kommt gleich. Und dann hat er mir irgendwie noch geschrieben, dass er 20 Minuten später kommt und dann war er irgendwann erst um kurz nach 11 da. Und das finde ich ehrlich gesagt immer ein bisschen blöd. Ich bin jetzt kein Mensch, der nicht versteht, wenn mal ein Hufschmied oder generell jemand mal später kommt. Das kann immer was dazwischen kommen, gerade bei einem Hufschmied, wenn das Pferd mal nicht will, was er davor beschlägt. Dann ist das so. Oder wenn irgendwo Stau ist oder irgendwas anderes, dann ist das so. Das kann ich auch vollkommen verstehen so. Aber ich würde einfach nur kurz Bescheid gesagt bekommen wollen, dass es später wird, weil dann kann ich nämlich in der Zeit noch was anderes machen und muss dann nicht mit einem Pferd die ganze Zeit stehen oder einfach nur rumsitzen und warten, bis der mal kommt, sondern kann halt eben auch noch andere Dinge machen. Aber vielleicht wird es ja dieses mal besser und vielleicht ändert sich das nächstes Jahr auch noch mal ein kleines bisschen und der verbessert sich da. Genau, das mache ich heute. Das kam relativ spontan. Ich hatte nämlich Anfang Dezember schon gefragt nach einem Termin. Da hat er in der Ewigkeit nicht geantwortet. Das passiert bei ihm auch immer öfter. Aber Hufschmiede zu finden ist bei uns sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Obwohl es bei uns sehr viele Pferdehöfe gibt. Es gibt auch sehr viele Hufschmiede. Aber denen ist das, wo wir hier stehen, einfach immer zu weit. Obwohl es jetzt auch nicht so extrem weit ist. Aber anderes Thema, das muss jeder Hufschmied für sich selbst ausmachen. Genau. Das mache ich heute und heute Abend bin ich dann mit einer Freundin beim Festhallenreitturnier in Frankfurt und mal gucken, ob ich da was für euch filme. Letztes Jahr habe ich ja kleine Ausschnitte mitgefilmt, aber auch nicht so extrem viel. Mal gucken, wie das dann dieses Jahr aussieht. Jetzt möchte ich euch aber ein Leseupdate geben und zwar habe ich angefangen Burning Bridges zu lesen und ich habe gelesen bis Seite 202. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das auf jeden Fall dieses Wochenende fertig lesen möchte, denn ich habe diese 200 Seiten nämlich komplett gestern gelesen, weil mich dieses Buch irgendwie so gefesselt hat. Ich kann euch nicht genau sagen, woran es liegt. Ich habe auch, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe mir hier auch ein bisschen was markiert, ihr könnt es glaube ich super schlecht sehen, aber hier unten sind so ein paar Zettel und hier oben nochmal zwei. Ich nehme mir immer vor, schöne Dinge zu markieren. Anfangs passt das auch immer noch einigermaßen gut und irgendwann bin ich dann so in dem Buch drin, dass ich vollkommen vergesse, dass ich da was markiere. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das genauso geht oder ob ihr generell in Büchern Stellen markiert oder nicht. Und wenn ihr markiert, was ihr denn markiert, weil ich habe da jetzt eigentlich kein so richtiges Schema, was ich markiere, sondern einfach das, was mir gerade gefällt oder was lustig ist. Genau. Ja, gefällt mir gut, hat mich irgendwie so richtig eingenommen, aber ich freue mich auch schon auf den zweiten Teil, weil ich glaube, der zweite Teil gefällt mir nochmal ein bisschen besser, weil ich hier doch schon zu Beginn einiges mir gedacht habe, was auch so passiert ist oder was dann sich offenbart hat, dass es so ist, kann man das so sagen? Keine Ahnung, aber es ist kein schlechtes Buch. Ich mag solche Geschichten für zwischendurch immer super, super gerne und es ist auf jeden Fall mal was anderes, mit so ein bisschen was Düsterem noch drin. Gefällt mir so ganz gut. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben zu dem Buch und auch zu allen anderen Büchern, die ich euch hier in dem Video so zeige, ob ihr das Buch schon gelesen habt und wie es euch gefallen hat. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. In meinem Adventskalenderbuch habe ich nicht weitergelesen. Das werde ich irgendwann auch noch machen. Ich möchte, glaube ich, erst dieses Buch beenden, dann lese ich einfach alle Kapitel in meinem Adventskalenderbuch. Genau, und am 24. möchte ich ja sowieso den Weihnachtsosaurus anfangen und dann passt es nämlich ganz gut, weil bis zum 25.
Also der 25. ist der letzte Tag, wo mein Adventskalenderbuch noch geht. Also da hört das halt eben auf, weil es 25 Kapitel hat. Jeden Tag ein Kapitel steht. Genau, das ist so der aktuelle Leseplan und auch mein Tagesplan. Mal gucken, wenn der Hofschmied da war, ob er jetzt um 1 oder um 2 kommt. Entweder bin ich um 2 zu Hause oder um 3 zu Hause ungefähr. Beziehungsweise nicht zu Hause, aber fertig beim Schmied. Und dann muss ich ja noch alles aufräumen, sauber machen und nach Hause fahren. Je nachdem, was ich... je nachdem, wann ich nach Hause komme, überlege ich mir, was ich noch machen werde. Das weiß ich nämlich noch nicht so ganz genau. Aber ich werde euch da wahrscheinlich auch nicht mitnehmen, weil es jetzt auch nichts so überaus Spannendes geben wird. Genau, wie gesagt, bei der Festhalle versuche ich euch dann so ein kleines bisschen mitzunehmen. Mal gucken, wie gut es funktioniert. Aber das werdet ihr dann sehen und dann melde ich mich morgen bei euch nochmal spätestens. Hallöchen, ihr Lieben. Wir haben heute Sonntag, den 22. Dezember und kurz nach 9 Uhr. Ich möchte das Video jetzt gleich schneiden, deswegen drehe ich jetzt schon mal ein Update ab und zwar zu Burning Bridges, so rum. Ich bin hier auf Seite 263. Das Buch werde ich heute fertig lesen. Das werde ich auch im Laufe des Tages schaffen. Das hat ungefähr 400 Seiten. Das sollte auf jeden Fall machbar sein und da werde ich euch dann einfach im nächsten Weekly Reading ein Update geben, wie es mir gefallen hat. Bisher gefällt es mir echt gut. Es nimmt auf jeden Fall Wendungen, die ich jetzt so nicht erwartet habe. Wobei, wenn ich so die ganzen Rezensionen und Meinungen zu dem Buch höre, dann habe ich es mir doch schon so in die Richtung gedacht, wie es jetzt hier geht. Aber trotzdem gefällt es mir sehr gut, weil es eben was anderes ist. Ich freue mich hier auch schon auf den zweiten, auf den dritten Band. Ich weiß gar nicht mehr genau, um wem es im dritten Band geht. Das wollte ich nachschauen, habe es jetzt vergessen, aber... egal, im zweiten Band geht es ja auf jeden Fall um Carla und Mitchell. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr drauf und das werde ich dann hoffentlich auch in nächster Zeit lesen. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Genau, das erstmal soweit zu dem Buch. Da habe ich jetzt, glaube ich, auch gar nicht so viel mehr zu erzählen. Ja, gestern war ich in der Festhalle. Da habe ich euch nichts mitgefilmt, weil ich einfach die Zeit dort genossen habe und... ja, auch gemeinsam mit meiner Freundin. Wir sehen uns nicht so extrem regelmäßig, obwohl wir gemeinsam ein Pferd haben. Aber irgendwie passt das so von der Zeit her bei uns irgendwie nie zusammen, dass wir uns regelmäßig sehen können. Deswegen, genieße ich immer die Zeit sehr, wenn wir dann mal gemeinsam etwas machen. Und es war gestern auch wirklich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja, und mehr habe ich eigentlich dazu gar nicht zu erzählen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder am 24. Dezember. Ich wünsche euch schon mal eine wunderschöne Weihnachtszeit. Genießt diese Zeit mit euren Lieben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!